Und ich glaube, es ist gar nicht zu unterschätzen, wie komplex so ein Spiel ist, wenn man das so einfach mal entwickeln möchte. Ich glaube, ich darf mal kurz Jenny zitieren, die irgendwann mal zwischendrin meinte so, also um diese kleine, allein um diesen kleinen Abgas, um diese Abgasleiste oben reinzubauen, braucht man schon irgendwie 10 verschiedene Kommandos. Und dann ist noch viel, viel mehr, was natürlich da gebaut werden musste. Deswegen hat die nächste Gruppe, die eigentlich mit der Gruppe gerade am Anfang eine Gruppe war, gesagt so, naja, also wir haben jetzt weder Minecraft direkt gerade da, noch haben wir jetzt irgendwie Lust da, das so mega, mega komplex uns da jetzt reinzuarbeiten. Wir machen das einfach komplett selbst. Ob das viel einfacher ist, ist eine andere Frage, aber die haben einfach ein komplettes Spiel selbst von Grund auf neu gebaut. Und das Ganze läuft sogar auf einer kleinen Spielkonsole oder ist lauffähig auf einer Spielkonsole, die nämlich im letzten Jahr bei Jugendhakt hier schon gebaut wurde. Und dann war die Idee, naja, da kann man ja mal eigentlich ein neues Spiel zum diesjährigen Jahresmotto dazu entwickeln. Und wie das so geworden ist, das Spiel Green Garden, das präsentieren euch jetzt René und Samuel. Ja, also unser Spiel heißt Green Gardens und das ist ein Spiel, was auf Snap programmiert wurde. Snap ist eine blockbasierte Programmiersprache, heißt, mach mal kleiner, die Blöcke, die einzelnen Befehle setzt man quasi wie ein Puzzle zusammen. Und jetzt erzählt euch der Rene etwas zur Entstehungsgeschichte des Spiels. Also das Spiel haben wir entwickelt, um auf eine Art und Weise über das Spiel zu zeigen, dass man auf seine Umwelt achten sollte und sie schützen sollte. Ja, und jetzt zum Spielablauf. Hier vorne sieht man, da ist eine Simulation eines wachsenden Baumes. Und wenn man jetzt die Leertaste drückt, dann erscheint hier dieses eigentliche Spiel und man spielt als das Jugendhackt-Maskottchen, das Alpaka, und man sammelt Müll ein und tauscht ihn im Blumenladen für Pflanzensamen ein und baut diese Pflanzen dann an. Dadurch wird der CO2-Gehalt in der Atmosphäre gesenkt. Und man muss aufpassen, denn wenn man nicht schnell genug ist und der CO2-Wert 500 oder höher wird, hat man verloren. Und es gibt verschiedene Arten von Müll. Und das ist einmal Biomüll, der ist nicht so schädlich und zersetzt sich auch nach einiger Zeit. Und Plastikmüll, der zersetzt sich nicht und ist mehr schädlich. Die Pflanzenbilder und den Müll, die Bilder vom Müll haben wir von Minecraft. Dene, kannst du mal zeigen, wie die Pflanzen, wie es geht? Ja. Und also der Müll wird halt zufällig auf dem Bildschirm generiert. Und wenn man den Müll berührt und die Leertaste drückt, wird der Müll aufgesammelt, was man oben in diesen orangenen Variablen auch gut sehen kann. Wenn dann die Leertaste gedrückt wird und der Blumenladen berührt wird, dann werden die Müllpunkte in Pflanzensamen umgewandelt. Und wenn man weder den Laden noch Müll berührt, dann entsteht bei Leertastendruck eine zufällige Pflanze. Und ja, jetzt haben wir so einen kleinen Hack eingebaut, mit dem wir auch schnell zeigen können, wie so ein Game Over aussieht. Ja, das sind halt die Buchstaben und die fallen da so herunter. Was man jetzt noch so verbessern könnte, im Moment tragen ein kleiner Grasbüschel und ein riesengroßer Baum genau gleich viel dazu bei, wie viel CO2 in der Atmosphäre ist. Man könnte da auch noch Abstufungen machen, also zum Beispiel, dass so ein großer Baum mehr dazu beiträgt.
Ja. Und das war's dann.